Da war ich dann, glaube ich, 22, knapp 23. Bin auch das erste Mal geflogen im Leben in dem Alter, ins Trainingslager. Ich war der Einzige, ohne Scheiß, weil ich vorher nicht gefragt habe, der mit zwei riesigen Koffern angekommen ist. Und die haben mich alle angeguckt. Ich sag mal, bist du behindert? Was ist denn mit dir? Bist du ein Schantuschettchen? Dann sowieso, der ist jetzt 10 Tage weg. Da brauche ich noch Klamotten. Also, ich bin im Endeffekt nur mit Trainingsklamotten rumgelaufen, Trainingsanzug rumgelaufen, ja. Und habe meine zwei Koffer in mein Zimmer gehauen. Alle haben sich so schwer bepisst vor Lachen, ja. Aber das war halt, ja, der Dorfi, der es nicht kannte, in die weite Welt hinaus.